Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Ich möchte euch heute die Walter PPQ in FDE, FDE steht für Flat Dark Earth, vorstellen. Das ist im Prinzip eine Walter P99, wie es sie früher mal gab, nur dass die praktisch das neuere Modell darstellt, also die Weiterentwicklung, Revision ja, im weiteren Sinne. Genau. Die Walter PPQ in FDE, meine ich, gibt es seit 2015. Diese ist jetzt hier von 2015 zu erkennen an BF und an der Seriennummer mit 15 vorne. Die 15 steht für das Jahr und die 39 dahinter für die Kalenderwoche 39. Die Pistole trägt die PTB-Nummer 958. Aufschrift ist noch Kaliber 9mm PAK, PAK für Pistole Automatik Knall. Dann haben wir hier noch Made in Germany stehen und auf der linken Seite haben wir noch Warnhinweise beachten, eingelassen und Karl Walter, also Lizenzfertigung von Umarex, hergestellt in Arnsberg, also nicht in Ulm. Ja, und PPQ steht hier noch schön drauf. Diese FDE-Farbe, zumindest das Griffstück, das ist dann der Kunststoff, der wird dann eingefärbt extra. Da gibt es dann, ja, das wird so mit Pellets wohl gemacht, da werden eine bestimmte Stückzahl dann hergestellt. Und der Schlitten ist offenbar wie Keramik beschichtet, also ist eine extra Beschichtung in jedem Fall. Ja, der Abschussbecher, der Originale, der hat ja verschiedene PTB-Nummern, verschiedene Zulassungen, 762, 958, 756, 772 und 923. Also ist für einige Pistolen von Umarex zugelassen. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Besonderheit, und zwar das Navy Kit Magazin. Das hat so eine Verlängerung hier unten. Da passen dann zwei Schuss mehr rein. Ich habe drei Schuss mehr reingeladen, also 18 Schuss. Allerdings geht dann das Magazin, lässt sich dann nicht mehr einrasten, weil die letzte Kartusche hier kein Spiel mehr hat. Also die muss dringend raus. So, dann sind dann 17 Schuss hier drin und damit kann man relativ zügig durchschießen. Ich werde jetzt einfach mal durchrepetieren. Dann kann man Double Feed. Ja, aber ihr seht, der Rest geht wirklich, zumindest trocken repetieren, sehr zuverlässig. Schlittenfang rastet auch ordentlich ein. Magazin kommt ordentlich rausgesprungen. Wir haben hier noch eine Single-Action-Abzug mit Sicherung nochmal extra hier, um einen ungewollten Schuss nicht auslösen zu lassen. Was ich ein bisschen schade finde, ist hier hinten die Abdeckplatte, dass die jetzt auch nicht in dem gleichen Kunststoff hergestellt wurde. Aber ist jetzt ein kleiner, ja, vielleicht ein schöner kleiner Akzent wie die Bedienelemente. Dann gibt es immer mal auch wieder Fragen, wie es aussieht mit der Kompatibilität der Magazine. Also P99 Magazin passt nicht rein. Warum? Ganz einfach, weil der halbmondförmige Ausschnitt des PPQ Magazins, der sich hier befindet, hier im P99 Magazin fehlt. Andersrum, also das ist PPQ Ausschnitt, der Halbmond. Und die zwei gegenüberliegenden hier oben, die sind der P99-Ausschnitt. Das heißt, das PPQ-Magazin wegen den zwei Ausschnitten für P99 passt also in die P99 rein und hält auch sogar mit der Navy Kit Verlängerung. Ja. Vielleicht kann ich das auch mal demonstrieren. Also ich hoffe, das kann man jetzt hier so ein bisschen sehen. Nein, kann man nicht.
Versuchen wir es mal so rum. Ich hoffe, ihr könnt das hier irgendwie erkennen, dass sich da was bewegt. Auch nicht wirklich, ne? Ja, auf jeden Fall sind hier von diesem Teil so zwei Krallen, die sich dann praktisch hier so reinhängen und dann das Magazin einrasten lassen. So, und bei der PPQ, genau, ist es hier an der Seite, ich hoffe, das kann man jetzt aber sehen, da an der Ecke, da oben an der Ecke, sieht man, da ist dieser Ausschnitt oder das Teil, was in den Ausschnitt, in den halbmondförmigen eingreift. Ja, Auseinanderbau, ich glaube, das habe ich alles schon mal gezeigt, mit einer schwarzen, funktioniert so, dann kann man die drei Teile hier noch rausnehmen, die Feder, dann die Stange und der Zerlegeblock. Die Stange hier ist aus Zink gefertigt, also kein Stahl. Ja. Und was bei der PPQ halt fehlt, ist halt die Entspannvorrichtung. Die zeige ich mal jetzt gerade im Vergleich. Jetzt ein bisschen benutzt. Die wäre dann hier, das ist der Entspanndrücker. Drücke ich den runter, kommt der Hammer nach vorne. Das fehlt hier also. Ne? Ist aber alles soweit eingerichtet, dass man das prinzipiell nachrüsten könnte. Macht aber keinen Sinn, weil uns der Ausschnitt hier oben, wie bei der P99, fehlt. Ja. Und hier sieht man, dass hier fehlt das alles. So, ansonsten gibt es noch eine kleine Verbesserung von der PPQ, die die P99 noch nicht hat. Und zwar ist das die gesalte Feder, die ist weggefallen. Die ist jetzt auch bei den neueren P99 verbaut. Und zwar diese Feder hier, diese Stahlfeder, die jetzt nicht mehr gesalt ist. Ja, das war es an sich. Ich würde sagen, also von den Spezifikationen her ist sie gleich mit den anderen PPQs ganz klar. Vorteil ist halt große Magazinkapazität. Es gibt ja auch noch dieses sogenannte Bananenmagazin von Umarex. Da passen, glaube ich, 32 Schuss rein. Die Waffe wird dann halt entsprechend länger. Passen aber 32 Schuss rein, wie gesagt. Und es ist eine recht zuverlässige Pistole. Insofern macht die dann auch sehr viel Spaß an Silvester. Mit entsprechenden Aufsätzen, Rotostar oder Mehrfachabschussbecher, kann man dann richtig viel Spaß haben. Man kann auch durch den kurzen Rückstellweg auch recht schnell nacheinander feuern. Und bei 32 Schuss, ich meine, da wird man schnell arm. Aber ja, pro Kartusche sind das ja, glaube ich, umgerechnet um die 20 Cent. Je nach Preis, den man bezahlt für die Kartuschen. Und wo man sie kauft, kann das doch schon ins Geld gehen. Aber gut. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen zur PPQ in FDE, in Flat Dark Earth. Würde mich über ein Abo freuen, wenn noch nicht geschehen, und einen Daumen nach oben in jedem Fall. Und bis zum nächsten Mal.